wenn du zum Beispiel mit Vehemenz populäre Standpunkte vertrittst, die da Tag ein, Tag aus von den Medienkanzeln gepredigt werden, dann ist die Chance groß, dass du ein Bittermann bist. Welche Standpunkte meine ich? Naja, der Zeitgeist heute, der steht nun mal nicht gerade für Kraft und Männlichkeit. Und hofiert bzw. bevorzugt werden auch nicht die Leistungsträger, sondern eher die Leistungsschwachen. Dieser Schwächekult, der führt ganz klar zu einer Schneeflöckchen-Mentalität bei Männern. Und viele betrachten dann diese Schwäche sogar noch als Tugend. Eine Tugend, die es gegen die Leistungsstarken zu verteidigen gilt. Also in einer gesunden Gesellschaft, da achtet und wertschätzt man die Leistungsträger, weil es gerade sie sind, die den Laden am Laufen halten und das Wohl der Schwachen erarbeiten. Und dass es angeborene Leistungsunterschiede gibt, naja, das kann dich eigentlich nur dann stören, wenn du ein Hippie bist, ein Betermann und ein Schneeflöckchen. Heißt das nun, dass man jene, die wenig oder keine Leistung erbringen können oder wollen, hassen muss? Natürlich nicht. Das ist ja auch so eine Beta-Einstellung. Wenn man etwas oder jemanden ablehnt, muss man zwangsläufig hasserfüllt sein. Und da Hippies vorgeben, nicht hassen zu können, machen sie sich dadurch wieder höherwertig als den Gegenüber. Die Realität ist natürlich, dass niemand mehr Hass, Jähzorn und emotionale Unausgeglichenheit in sich trägt als Beta-Menschen. Ein Alpha sieht das alles freilich sachlich und unemotional. Kann jemand keine Leistung erbringen, aus welchen Gründen auch immer, dann verdient er zwar Unterstützung, nicht aber so viel, dass diese den Leistungsstarken schwächt. Wer die Starken schwächt, macht nicht die Schwachen stärker, sondern er schwächt beide. Da muss man kein Quantenforscher sein, um das zu erkennen. Wenn aber jemand keine Leistung erbringen will, dann verdient er selbstverständlich Missachtung. Und zwar so viel, dass er sich selbst schämt. Schamgefühl kann etwas sehr Heilsames sein. Als Qualitätsmann bist du das ziemlich genaue Gegenteil eines Betas. Erstmal bist du viel härter mit dir selbst. Du arbeitest härter an dir und du betreibst mehr Aufwand, um deine Probleme zu lösen, mehr Aufwand, um deine Ziele zu erreichen und Träume zu erfüllen. Du weißt dann natürlich auch, dass dir für deine bloße Existenz gar nichts zusteht. Und du hasst es, jemanden um irgendetwas betteln zu müssen. Dinge wie Anerkennung, Macht, Einfluss, Geld und auch Mitspracherecht, all das ist deine Hohlschuld. Niemand wird's dir schenken.